Ja, wir haben so ein paar verschiedene Rollen, die du gespielt hast, hier gerade gezeigt. Und ich habe viel gearbeitet, oder? Die letzten Bilder, die wir gesehen haben, ist genau... Überhaupt an die Zeit mit ihr, ich habe mit der arbeiten dürfen, das war sicher nicht immer leicht, das weiß man ja auch. Sie war, man sagt, sie war schwierig, sie war diszipliniert. Aber das sind ja alles Eigenschaften, die das aus ihr gemacht haben, was sie dann letztendlich wurde. Weißt du, sie musste ja, wenn du da so stehst und du hältst immer deinen Kopf hin. Sie hat ja den Kopf immer hingehalten für ganze Serien, für ganze Filme. Da steht nicht darunter, sie mochte den Regisseur nicht leiden oder der Tonmann hat die Angel nicht richtig gehalten. Letztendlich ist immer entscheidend, was der Mensch vor der Kamera macht. Und das hat der Bouvet mal gesagt. Sagt er, wenn du, Hilde, merkt dir eins, mit wem du Krach hast, ist egal. Aber es kann sein, dass du in 30 Jahren noch zu sehen bist. Und bei Ekel Alfred ist es ja so. Natürlich auch Kult geworden. Und, ja. Also ich möchte mal sagen, so diese heute es wird es so gern genommen, gib mir mal das Textbuch, was sage ich denn da? Das machen so die jungen Leute. So sind wir nicht erzogen worden, sondern wir sind sehr präzise und das musste sein in dem Beruf. Der Roger wird mir sicher recht geben, du kannst nicht mal so machen, dann funktioniert das nicht. Aber weil er gerade sagte, Text... Mit dem Text, da fällt mir, weil so war Evelyn auch. Wir konnte die unten. Wir mussten mal drehen in einem Kuhstall. Wir beide. 20 Kühe rechts, 20 Kühe links. Und ihr beide? Wir beide. Aber. Ja, Frank. Ja, ja, ich. Nein. Und dann musste sie aus dem Haus rennen und wir drehten dort den Anschluss. Es war Winter, es war Dezember, es war eiskalt und wir waren in Cocktailkleidchen. Kannst du dir vorstellen, 20 Kühe rechts, 20 links und zwei in der Mitte mit Cocktailkleidchen? Warte, warte, warte. Und sie wollte immer, dass alle ruhig sind, dass absolut nichts zu hören ist. Und weil wir so gefroren haben, konnten wir eigentlich kaum noch sprechen. Es war so schwer. Und sie lief los und sie blieb stehen. Alles war stumm und sie hatte einen Hänger. Also wenn man Text nicht kann, wie er gerade sagte, hat man einen Hänger. Und dann sagte sie, nee. Das ist nicht dieselbe Kuh wie eben. Die Kühe sahen alle gleich aus. Totenstille. Ich laufe wieder hinterher, macht eine Kuh. Ja, ich saß morgens in der Maske. Und da muss ich sagen, sie ging mit den Trüffeln nicht sparsam um, weil sie geizig war, sondern weil sie sehr auf ihre Figur geachtet hat. Und vielleicht hätte man lieber auch mal zwei Trüffel genommen, aber sie gab sie nicht immer, weil sie dachte immer, wenn ich jetzt noch einen nehme, werde ich dick. Dann hat sie sie lieber liegen lassen. Nein, es gibt einen Schokoladenmenschen auf dem Isemarkt in Hamburg. Da hat schon Uwe Seelers Vater Pralinen gekauft. Der macht die noch selber. Und da ist eine große Schlange. Und davon schwärmte sie. Und das brachte sie sich mit. Und jeden Morgen hat sie ein Müsli gegessen. Also sie war vielleicht, sage ich jetzt einmal, hallo, Evelyn, ein bisschen zu diszipliniert mit sich selbst. Aber weißt, sie? Ihre ganze, ja, die Familie ganze sagt, Familie. Sie meine, ist nicht groß, aber ja. Ich liebe sie alle. Das hat sie ganz, ganz oft gesagt. Und ich habe mal, das war so der 6. Dezember, da drehten wir noch, habe ich dem ganzen Team so Weihnachtskalender geschenkt. Und ihr auch einen. Und ich glaube, ihr habe ich noch so einen Trüffelbeutel dazugegeben. Da hatte sie Tränen in den Augen, weil da war sie ganz gerührt. Also du konntest ja mit Kleinigkeiten doch große Freude machen. Aber es ist ja sehr oft so, man geht an ein Set, da sind meistens 40 neue Menschen. Wer setzt sich schon mit deiner Seele auseinander? Das tun ja die wenigsten. Weißt du, in dem Moment, wo du schwächelst, ist es jedem aufgefallen. Wenn du stark bist, dann bist du anstrengend, zickig, blöd. Sind wir sicher alles manchmal. Aber das gehört auch dazu, um Menschen Freude zu machen. Also ich glaube, sie hat ja wirklich den Menschen unheimlich viel Freude bereitet. Aber also, weil, wenn Menschen gehen, ich habe immer das Glück wirklich gehabt, die alle als Kind so kennenlernen zu dürfen. Und jetzt verabschieden sie sich so langsam. Und eben habe ich oben in der Maske gesessen und habe gesagt, irgendwann läuft so eine Sendung über dich. Wer weiß, ja. Wer dann über dich redet, wenn du tot bist. Also, wir reden von Geschichte. Ja. Was ist das? Ja, der da oben, der ist nochmal gut zu mir. Ich mache ein Musical in Bremen. Das heißt Ein Käfig voller Narren. Also ein Stück, was Kultstatus hat. Und das ist einfach toll. Ich habe ja, als ich 16 war, mit Schmuel Rodensky Anna Tefka gemacht und eine Tochter auf der Bühne gespielt. Und jetzt komme ich so im Alter wieder zurück zu meinen Wurzeln.
Und dass man mir dieses Angebot gemacht hat und dass ich da stehen darf mit jungen Menschen, die steppen, die tanzen, die singen, die Freude haben im Herzen, das ist was so Wunderbares. Da habe ich gar keine Worte. Wir haben einen tollen Hauptdarsteller, das muss ich einmal sagen, Hans Neblung, der mag den Cicero hier so gerne, singt doch ab und zu von dem Lied, hat gesagt, schöne Grüße, aber kommt rein, schaut euch den an, ist einfach toll. Und was? Lotti und Ernst für den WDR öffentlich. Lotti? Wahrscheinlich. Wenn Sie schlau sind. Gut. Nein, da singen wir aus der guten alten Zeit das, was Menschen damals gerne mochten. Das kennen die heute gar nicht mehr so wie, ich kann heute nicht singen, ich bin heiser, ich tue es trotzdem. Ja. Wenn ihr jetzt gehen wollt, hättet ihr jetzt eine Chance. Das heißt, sag mir das Wort, dem so gern ich gelauscht, lang, lang ist's her, lang, lang ist's her. Das hast du jetzt geschafft. Nein, ich habe nur mal gelesen, dass diese in Griechenland die Menschen sehr alt werden. Das liegt daran, dass sie Olivenöl, sie haben den Fisch vor der Tür, sie essen viele Tomaten und sie trinken einen Schnaps am Tag, weil das für die Arterien sehr gut ist. Aber du kannst nicht 20 im Voraus trinken, Klar. Egal wann du besoffen sein willst. Also, ich Premiere in Bremen und dann geht's weiter mit deiner Fernsehserie, mit den...